Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur vierten Ausgabe der Griefer News. Der Streamer Takatunga hat freiwillig seinen Rang abgegeben. Laut unseren Informationen ist er gerade etwas inaktiver auf dem Server und der Spaßfaktor ist auch nicht mehr so groß, weshalb wir in Zukunft wahrscheinlich mit weniger Griefer Game Streams von ihm rechnen können. Die Citybuild-Straßen der 1.8 sind vergangene Woche am Brennen gewesen. Dies sieht man vor allem im Short von abgegrieft. Die Ursache liegt jedoch hauptsächlich am Server, wenn dieser crasht. Manche Citybuilds sollen aber anscheinend auch von selbst anfangen zu brennen, wenn auf dem angrenzenden Plot beispielsweise Lava gesetzt wurde. Falls Ihr Grundstück davon betroffen sein sollte, können Sie sich an die Administration des Servers zum Beispiel über die Admin-Mail melden. Sie können das Ganze aber auch als Admin-Rand behalten, wenn Sie das so wollen. Die Videoproduktion seitens Golden Hand wird bis Oktober eingestellt aufgrund der Prüfungsphase bei ihm. Auf Streams wird es wahrscheinlich sehr wenige geben. Das einzige, was veröffentlicht wird, sind Shorts. Streamer Supano hat in seinem 2-Jahres-Stream das erste Mal seine Game Mode 3-Rechte, um in die Kisten zu schauen, genutzt. Der Verdacht des Gamings eines millionenschweren Plots wurde daraufhin untersucht. Das Ganze ging so weit, dass Big Bang in den Talk kam und aufgrund des Verdachtes, dass der Account gehackt worden sei. Die beiden geschädigten Spieler gaben jedoch eine Aussage wieder, welche von Big Bang überprüft worden ist und nicht als real bestätigt werden konnte. Dass seine Items da gestanden sind und dieses GS gehört, das ist irgendein Account-Phishing gewesen. Das ist auf jeden Fall jeder getrustet und das ist halt natürlich komplett kacke. Beide Spieler streiten jedoch die Vorwürfe der Versuchung, Entschädigung zu ergeilen, ab. Die Super Supreme Kisten sind wieder auf dem Server erhältlich. 4 einmalige Items waren zum Anfang erhältlich, welche jedoch schon gezogen wurden. Auch der Gewinn auf 100 Millionen Dollar ist bis 5-mal möglich. Aufgrund dieser hochpreisigen Gewinne kostet eine Kiste 340 Kristalle. Bis Donnerstag sind die Kisten noch zu erwerben. Auf der Cloud ist nun das Minigame der Woche verfügbar, welches jede Woche Sonntag gewechselt wird. Kommen wir für die Lag-Vorhersage für die kommende Woche. Es hat sich zu letzter Woche nichts geändert. Gewohnte Lags sind auf Citybuild 1, 21, 22 und Evil möglich, die restlichen Citybuilds sind unverändert. Wir bedanken uns wieder fürs Einschalten und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen.